Guten Morgen, ihr lieben Outdoor-Freunde. Es ist Tag 13 an meinem selbstgebauten Shelter aus der Flasche. In der Nacht hat es wieder geregnet. Die Fläche von dem Dach zeichnet sich schon auf dem Boden ab. Also da, wo das Dach drüber ist, das ist trocken. Also die Folie hier drüber ist. Und ja, ich habe mir überlegt, ob ich jetzt noch mehr baue, aber es sind jetzt nur eben die 2 Tage und ja. War ja 80% der Zeit schön, also in Kanada wird es wahrscheinlich eher umgekehrt sein, da wird es wahrscheinlich 80% der Nächte regnen und 20% der Nächte trocken sein oder der Tage trocken sein. Es wird also Zeit, mal so ein bisschen ein Resümee zu ziehen. Kommt mit! Das haben wir also gebaut, eine Reuse. Mit der haben wir keine Fische gefangen, sondern hauptsächlich Insekten. An dieser Angel waren vorher dran hier so eine selbstgebaute Angelpose und ein Haken. Und auch so ein paar kleine selbstgebaute Gewichte aus Lötzinn und ein bisschen Tesafilm. Ja, hier auch nochmal so ein bisschen Lötzinn mit eingeflechtet. Hier. Und die Angelpose habe ich mir gebaut aus einer Rinde und einer Feder, wie man sieht, und unten und oben dran so ein bisschen gebrauchtes Panzertape, was aber eben nur bedingt hält, sagen wir jetzt mal. Das muss man immer mal wieder frisch machen. Aber wir haben ja genug gebrauchtes Panzertape. Gefangen habe ich damit allerdings auch nichts. Ich denke, die Fische hier im Bach sind halt einfach zu klein. Die gehen da nicht ran. Das ist ein bisschen zu groß. Welche Werkzeuge konnte ich aus diesen Inhalten der Flasche bauen? Und was habe ich damit gemacht? Also das erste, was ich gebaut habe, ist diese Säge. Aus einem Sägeblatt und einer Flügelmutter. Sowie mehreren Unterlegscheiben. Das sind erstens mal die. Die ist gezahnt, das war sehr gut. Die hat sich so ein bisschen in das Holz dann eingekramt. Und dann 2 glatte Unterlegscheiben. Die sind auch wichtig, um halt Druck aufzubauen auf diese Verbindung. Weiterhin sehr wichtig war dieser kleine Magnet, der hier drin ist, um halt diesen Spalt zu füllen, der durch das Sägen entstanden ist. Das? Genau, das war wichtig. Man muss das eben nur ab und zu festziehen. Ansonsten hat diese Säge von Silly Pocket Boy Curve 130 Millimeter gut Dienste geleistet, jeden Tag. Eines der wichtigsten Werkzeuge. Weiterhin das wichtigste Werkzeug war dieses Schweizer Taschenmesser mit Klinge, Säge und Dosenöffner. Mit dem Dosenöffner habe ich auch zum Beispiel hier das Loch gebohrt. Ja, also das habe ich erst mit dem Bohrer hier gebohrt und dann mit diesem Teil nachgebohrt. Und mit der kleinen Metallfeile hier dann auch noch erweitert. Also die Feile war auch immer mal wieder wichtig. Dann mit hatte ich eine Nagelfeile, mit der konnte man sogar eben dieses Messer hier wieder schärfen. Weil das eben mit einem künstlichen Mineral besetzt ist, das härter ist wie Stahl. Ich glaube, das ist hier Saphir. Weiß ich nicht mehr genau, das habe ich schon so lange. Dann hatte ich mit diesem Bohrer. Der Bohrer ist leider abgebrochen, war also nicht so gut. Hat mir jetzt geholfen, die Säge zu bauen und einige andere Sachen, ist dann aber irgendwann abgebrochen beim Bohren. Weiterhin wichtig waren diese kleinen Ringe hier, mit denen ich die Folie verstärkt an den Stellen habe, wo ich eben den Faden zum Spannen der Folie eingebracht habe. Diese kleinen Ringe waren bei den Metallmagneten mit dabei, den hier als Zwischen, wie auch immer, zum Transport. Und der Tesafilm war bei der Fensterfolie mit dabei und daraus habe ich mir dann eben diese Verstärkungsringe gebaut, um die Folie zu spannen, und das war sehr gut. Weiterhin dabei hatte ich eben einen Feuerstahl und ein Feuerzeug, wobei, wenn ich mich nochmal entscheiden müsste, ich mich für das Feuerzeug entscheiden würde und den Feuerstahl
zu Hause lassen, weil für 14 Tage reicht eigentlich auch das. Das ist wirklich nur zur Not, ja wirklich. Also wenn mal das Feuerzeug ausfällt, dann hätte man noch was. Also zur Not kann man es mitnehmen, aber so richtig gebracht hat es nichts. Weiterhin dabei hatte ich eben, wie gesagt, dieses Messer. Das habe ich auch zum Spalten von Holz genommen und auch zum Betonen, wie man sozusagen sagt. Auch für andere Basteleien. Und da habe ich mir eben hier so eine Scheide gebaut. Also kurze Zeit geht das. Auf Dauer würde ich das nicht empfehlen, aber es hält zumindest. Ja. Also man kann sich das ja hier auch noch irgendwo dran binden. Es hält, es geht. Ebenso ganz gut und nützlich war hier so ein kleines selbstgebaute Scheide für den Bohrer, dass der nicht so schnell verloren geht. Apropos verloren gehen, was ist verloren gegangen, was habe ich verloren? Na, ich habe zum Beispiel die Stopfnadel, die Probe, verloren, mit der ich den Korb genäht habe. Und apropos nähen, also wir haben schon ein bisschen Garn gebraucht, aber von den 115 Metern, die ich mitgenommen habe, sind jetzt noch, ja, sagen wir mal, das sind immer 5 Meter, also 5, 10, 15, 20, 25 Meter übrig. Dieses Netz, ja, gut, schön, kann man was mit transportieren oder im Baum aufhängen, aber für den Reusenbau war es jetzt nicht nützlich, da eben zu grobe Maschen. Das bringt ja in dem Bach nichts, da sind die Fische zu klein, wenn es überhaupt welche gibt. Es gibt welche, aber die sind bestimmt sehr klein. Sehr nützlich fand ich eben, dass die Bogensehne schon fertig war. Damit konnte ich einen richtig guten Bogen bauen und die Pfeilspitze war auch sinnvoll. Aber hier diesen Knockpoint braucht man nicht, das ist viel zu viel Kran für dieses kleine Holz, das ist ein bisschen sinnlos. Ja, das ist der Pfeil, ich zeige ihn euch nochmal von nahen. Mit Harz angeklebt und dann an vier Stellen mit der Angelschnüre nochmal in Harz gedrängt und umwickelt. Das hält dann nach 36 Stunden ziemlich gut. Die Pfeilspitze und so sieht das vorne aus. Das ist der Bogen. Das ist eigentlich nur ein Stock. Den habe ich hier an den Stellen besonders, habe ich den ausgedünnt. Und dann über dem Feuer erwärmt und gebogen. Die Schlaufen, die sind so, dass es eben hier eine kleinere Schlaufe ist und dass die hier an der Stelle hält, ohne dass ich da noch was machen musste. Genau. Und jeden Tag sehr sinnvoll ist der Wasserfilter, den man einfach mit Holzkohle befüllt. Das Sediment habe ich dann weggelassen, das braucht man nicht unbedingt, das kann man machen, aber man kann auch einfach die Holzkohle mittrinken, das ist nicht so schlimm. Ja, für dieses Kochgefäß hier würde ich sagen, es war auf jeden Fall nützlich, um Wasser aus dem Bach zu schöpfen und dann zu filtern und dann erst sauber in die Flasche zu bringen. So zum Kochen geht es eigentlich nicht mehr, da es undicht geworden ist, weil eben an den Knickfalzen, wo ich das in die Flasche geknickt habe, an den Knickfalzen ist das dann gerissen, das Material. Durch das Hin- und Herbiegen reißt das dann. Also wenn man sowas mitnehmen möchte, dann sollte man das eben ungeknickt mitnehmen, nur vielleicht leicht gebogen und dann an die Außenwand ran oder so. Das geht vielleicht. So. Was habe ich überhaupt nicht gebraucht? Also ich habe zwar zwei, drei Nägel gebraucht. Einer ist hier in dem Fall drin, so, weil das Eschenholz ist. Das ist in der Mitte hohl. Den einen oder anderen habe ich als Werkzeug sicherlich verwendet, aber 50 Stück braucht man nicht. Ebenso wenig gebraucht habe ich die Schrauben. Hierfür würde ich das nächste Mal lieber ein bisschen Fischköder mitnehmen, dass man was hat, wo man Fische mit anlocken kann. Genau. Panzertape habe ich gebraucht, die Regenfalle habe ich nicht gebraucht, da wir hier im Bach Trinkwasser haben. Weiterhin auch nicht gebraucht habe ich eben hier die Tabletten. Was man aber ganz viel braucht, ist Pflaster. Ich habe mich hier auch einmal geschnitten und hier ist so ein bisschen was eingerissen. Da habe ich mir eine Blutblase geklopft. Also so ein bisschen steriles Verbandsmaterial ist ganz gut. Braucht man mehr. Außerdem wäre ganz gut Desinfektionsmittel mitzunehmen. Ja, ich habe es vergessen. Salz braucht ich nicht. Dieses kleine Kochgefäß hier, das war sehr nützlich und ist auch nicht durchgebrannt, wie man sieht. Das hat
also gehalten ist, könnte man auch durchaus nochmal nehmen. Verloren habe ich allerdings den kleinen Draht. Da muss ich mal suchen, ob ich den noch finde. Also das müsste man am besten immer dran lassen an dem Kochgefäß. Oder man baut sich halt aus einem anderen Stück Draht dann einen Ersatz, aber so viel Draht habe ich jetzt auch nicht mitgenommen. Das hat auf jeden Fall gereicht. Nicht gebraucht habe ich auch nicht diese Unterlegscheiben. Hätte ich aber gebraucht, wenn ich das hier irgendwie mal, wenn ich da mal was verloren hätte, aber bestimmt auch nicht so viele. Ja, mir hätte sich hier noch eine Zwille aus dem Gummiband bauen können. Oder eben was anderes. Das sind eben so Sachen, die eben für Eventualitäten mitgegangen sind, so wie das Salz und dieser Beutel, da hätte man auch noch das Dach erweitern können, wenn man das jetzt gewollt hätte. Hier die Tabletten, das ist halt für die Eventualität. Ich wollte jetzt bei der Folie wirklich gucken, was eben diese kleine Folie schafft. Ne? Gut. Für den Lagerbau unabdingbar war die Folie und das Paracord, mit dem ich das Dach aufgehangen habe. Auch wenn man das jetzt nicht unbedingt so bauen muss, sondern auch anders bauen könnte, fand ich das halt so eine ganz gute Idee. Weil das Dach eben beweglich ist, man könnte das auch eben noch tiefer hängen und damit eben noch mehr Fläche mit der Folie abdecken, weil dann eben nicht so viel Wasser von der Seite reinkommt. Das Paracord habe ich auch verwendet, um die Reuse festzubinden und im Vergleich zu der dünnen Angelschnur ist Paracord halt wesentlich leichter wieder zu demontieren. Wenn man bei der Angelschnur einmal einen richtigen Knoten gemacht hat, dann ist es sehr schwer wieder auseinander zu flitzen und das ist halt für Montage und Demontage nicht wirklich gut geeignet. Dafür braucht man schon ein bisschen Paracord. Außerdem habe ich das Paracord, ich muss es euch nochmal zeigen, ich werde da rangehen. Dieses Paracord, mit dem mein Shelter aufgehängt ist, was man auf dem Video gar nicht sieht. Dieses Paracord, mit dem ich mein Shelter aufgehängt habe, diente nicht nur zur Montage des Dachs. Das Paracord diente auch zur Befestigung der Reusenteile an der Angel und zur Befestigung der Reusenteile untereinander. Und für den täglichen Gebrauch der Reuse ist es wichtig, dass diese Verbindungen der Reusenteile zueinander schnell und einfach zu lösen sind und wieder zu montieren sind. Und das erreicht man eben nur mit Paracord. Außerdem war das ja Brandparacord oder ist das Brandparacord. Das heißt, ich habe dieses Innere von dem Paracord auch gebraucht, um Feuer anzumachen. Der äußere Mantel war trotzdem noch stabil genug. Hat euch das Video gefallen? Dann nicht vergessen, Kanal abonnieren, liken und kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut!